Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Wir sind jetzt in Crocs Versteck und ja, müssen irgendwie über das Wasser kommen. Am besten schleichend, wenn es denn geht. Ich bin da gerade beim ersten Mal so drüber gerannt. Eigentlich wollte ich auch nur nach der letzten Folge Schluss machen. Aber ich habe mir gedacht, komm, machst du das jetzt eben zu Ende hier? Wir haben ein Problem. Also, diesen Scarecrow finde ich ja schon ziemlich hart unheimlich. Aber Croc ist nicht unheimlich, sondern gewaltig, würde ich sagen. Also, man hat vor diesem Gegner Respekt. Definitiv. Wenn das jetzt hier so weitergeht, kriege ich die halbe Stunde definitiv voll damit. Ich war gerade. Oh Gott. Oh Gott, meine Nase juckt. Oh. Ja, das ist ja ganz toll. Ja, geradeaus ist immer gut, ist immer am besten. Nein! Nein, nein! Nein, nein! Du sollst da rüber! Oh, was habe ich denn da? Ist das hier so eine Sporio? Diese Sporen enthalten nicht genug Anti-Venom. Ich muss unbedingt mehr finden. Obwohl das auch ziemlich fies ist, dass der auch hinter einem auftauchen kann. Es sind bestimmt drei Stück, drei oder vier. Ja, obwohl. Oh. Er wird langsam ungeduldig. Der gute Croc. Ich hab Hunger, Batman. Hör mal, da hängt noch genug Fleisch am Eingang. Ich habe da gesehen, da hängt noch sehr viel Fleisch am Eingang. Ich habe da bestimmt drei so eine Dinger gesehen. Also da braucht er jetzt nicht sagen, dass er Hunger hat. Da. Hä?
Was habe ich denn so einen Husten, ey? Nein, 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 nein. Ich bin jetzt hier gerade am Sammeln. Das geht jetzt nicht. Das war rein. Es war einfach schon so logisch. Na gut, er hat Hunger auf Frischfleisch. Du kannst dich von ihr nicht verstecken! Okay. Ich sagte gerade, na gut, er hat Bock auf Frischfleisch. Ich kann es ihm nicht verübeln. Trotz alledem. Oh nee, die anderen hat noch mit dem Na. Du gehörst mir. Okay. Halten zum Laufen, oh mein Gott. Ich will das hier nicht mehr. Ich kann dich jetzt schon schmecken. Oh Gott. Oh Mann! Die Kamera ist nicht mitgekommen. Gerade. Ich sehe sie. Ich kann dich jetzt schon schmecken. Okay. Ja. Nein! Wohin? Oh. Ich habe genug Sporen. Gott sei Dank. Ich muss zurück zur Bathöhle und das Gegenmittel entwickeln. Oh. Ah, ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Oracle. Ich hau hier ab. Was ist mit Croc? Er wird kein Problem sein. Fuck. Ihr Garten. Ja.
Okay. Ah, ich muss gleich was hier lang. Laufen. Uff. Auf eine Art, ja. Ich hab Hunger, Batman. Schade, dass man ihn... Ja, ich hab's verstanden. Deine Knochen werden ein Fest essen. Nein! Jetzt sag mir nicht, ich muss das alles nochmal von vorne. Dann dreh ich durch. Ach, ich hätte... Tick-Tock! Fütter den Krog! Nee. Oh, 133. Oh Gott sei Dank. Ich habe gedacht, ich müsste diese ganz 500 Meter nochmal von vorne machen. Oh. Oh, oh. Du kannst mir nicht entkommen! Nein, nicht rückwärts! Dein Herz. Nein! Ich werde dich finden. Na, da glaube ich nicht. Ja? Bin ich da jetzt nicht auf dem Weg hin? Bin ich da auf dem Weg hin, ne? Ja, bin ich. War ich hier schon? Mal gucken, wo lang ich muss. Das stand auf jeden Fall richtig. Die nächste muss ich rechts. Sie ist nicht da unten. Oh. Joker sagt, die Fledermaus hat da unten ein Lager. Die Fledermaus! Hallo, Leute. Du wirst... Ja, schlag ihn doch mal! Waffe. Nur meine Güte. Alles okay, Kumpel? Ach Mensch. Ich glaube, du hast es gespürt. Die
Pflanzen spielen verrückt. Ich sehe seismische Ausschläge überall. Das ist nicht gut. Okay, ich hab die Proben. Ich gehe jetzt zur Betthöhle, um das Gegenmittel herzustellen. Gut, ich würde dir raten, dich zu beeilen, aber ich bin sicher, du weißt, was du tust. Melde dich in der Höhle, wenn du was brauchst. Erstmal nehmen wir noch ein Upgrade. Wo muss ich jetzt lang? Jetzt muss ich hier rein. Scannen und öffnen. Schick. Liebling, ich bin zu Hause. So, dann lass uns das Ding nochmal scannen hier. Wie dicht bist du an der Entdeckung der Heilung? Nah dran. Es ist schwieriger, als ich dachte. Das Verfahren ist langsam, schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein. Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, ihre Pflanzen haben den Gotham River erreicht. Oh nee. Batman! Bruce, ist alles okay? Mir geht's gut. Krieg neues Spielzeug. Hoffe ich. Glaube ich. Oh, drei Haken auf einmal. Ja. Ich schätze mal, da kann ich jetzt nicht mehr zurück. Nö. Wo kann ich denn jetzt hin? Ja, da doch nicht, oder? Dieser Weg wird von Pflanzen blockiert. Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Okay. Ach, mein Gott. Oh. Nee. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Ah! Okay, so geht's natürlich auch. So nicht. So geht's definitiv nicht. So geht es. Lass mich nach oben kommen. Bitte, 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 bitte. Ach, Luft. Jetzt sei Dank. Aha. Gut, das müsste zu schaffen sein. Fliegen? Ernsthaft? Oh Gott.
Jetzt aber, ne? Das Teil, ja. Gar nicht mal so schwer. Hallo? Ah, da. Und das mit dem Riss im Umhang, ey. Meine Güte, nee. So. Wo jetzt? Wuhu. Okay, und nun? Ich muss noch höher. Ich komme nicht noch höher. Doch komme ich. Komm ich. Nein! Knapp. Knappe Scheiße. Oh, mein Gott. Ach na, ernsthaft. Ernsthaft. Oh. So, jetzt aber richtig zielen hier. Supi. Tuck, 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 tuck. Rein theoretisch. Das ist doch meine Betthöhle gewesen. Ich muss jetzt zur anderen Riss. Ah. Ich dachte schon, hä? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Oh. Batman, ich führe eine Simulation über die Zerstörung, durch die Ibis-Pflanzen anrichten würden, wenn sie Gotham erreichen. Ja. Die kommen nicht weit. Mein Gegenmittel wird sie und Ivy aufhalten. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Ach, Mann. Aber was ist das für eine Scheiße hier? Oh, ist ja ganz grün. Oracle, wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwasserrohre und sie scheinen titanverseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe mal nach. Wo muss ich hoch? Ich muss... nach rechts. Ach, ich weiß nicht, wie ich die hier kaputt kriege. Nein! Fuck, ey. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich lauf einfach. Wird schon seine Richtigkeit haben. So mache ich das gerade. Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber...
Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Nein! Ich arbeite dran. Fuck, ey. Ich muss nach oben. Ich guck jetzt, ob ich... Die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle still. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Mein Gott, geh da hoch, ey. Ich höre den Pumpenkontrollraum. Was für ein Ding. Dass man solche Sachen auch nicht hier so sieht auf der Karte, ne? Fuckt mich ja echt ein bisschen ab. Nein, nee, jetzt spring da nicht runter, ey. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv, dunkler Ritter. Wenn du... Beeil dich, das ist kein Scherz. Ich will, dass es jetzt erledigt wird. Du hast ihn gehört. Bist du fertig? Ja, wir laufen mit Höchstleistung. Es pumpt das Zeug literweise raus. Was wird es bewirken? Wen interessiert's? Aber meine Mutter lebt unten bei den Docks. Ich weiß. Das weiß doch jeder. Rede nicht über sie. Halt dich um, Mann. Das ist nur Gerede. Joker sagt, das würde nicht schaden. Aber du kannst ihn überhaupt nicht. Hallo, Jungs. Das tut mir aber leid. Dein Gesicht wird ganz schön bluten. Wie nennt man jemanden, der drei Viertel meiner Rätsel nicht lösen konnte? Einen Batman? Hallo? Kannst du mich hören? Unglaublich. Ich nehme an, das bist du da drin, Bats. Genieß es, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Grab. Ich denke nicht. Ich hoffe nicht. Patientengespräch, Waylon Jones. Nur langsame Besserung. Was ist in diesem Haus geschehen? Nur Geschäftliches. Geschäftliches? Was für Geschäftspraktiken führen zu einem Haus voller verstümmelter Leichen? Ich lasse nicht gern meine Zeit verplempern. Jemand zahlt mich, also verdient er eine Lektion. Sie schulden mir etwas. Also haben Sie sie getötet. Ihre Körper zerfleischt. Die Polizei hat nie alle Überreste gefunden. Sie hätten in den Abwasserkanälen nachsehen müssen. Heißt das, Sie haben sie da versteckt? Nach einer Weile. Gewöhnlich dauert es 8 Stunden. Zeit zu gehen, Croc. Steh auf! Er meint, er hat sie ausgeschissen. Gehört. Schießt, um zu töten. Ich mache nichts anderes. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wovon sprichst du? Na gut, meine Lieben, ich muss Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.